Hallo aus der kleinen Holzwerkstatt zum neuen Video und wir gucken uns heute mal Decken und Montagestützen an. Ich baue im Moment gerade um im Haus, brauche diese Stützen und ich habe mir überlegt, ich mache für euch einen Test der verschiedenen Stützen, bei dem man so ein bisschen differenziert die Sache betrachtet und guckt, was ist denn so die vermeintlicherweise beste Stütze. Nach dem Intro starten wir. So, wie gesagt, ich baue um. Ich baue den im Dach oben um und verlege dort OSB. Brauche die auch, um die Dachinnenseite zu verkleiden. Und da brauche ich eine Montagestütze dazu oder Montagestützen dazu. Und ich habe mir dann meine alte Montagestütze, die ich schon seit vielen Jahren habe, rausgekramt und habe festgestellt, das ist es nicht. Die kann mir nicht helfen oder die kann nicht das tragen und die hat einfach ein paar Schwächen. Daraufhin bin ich los, habe geguckt, was gibt es da für Montagestützen und habe mir zwei besorgt. Und ich gebe euch jetzt ganz kurz einen Überblick über diese beiden zusätzlichen, die ich beschafft habe und auch die Montagestütze, die ich sonst so habe. So, ich habe euch diese drei Montagestützen hier aufgebaut. Das ist einmal meine ursprüngliche, das ist meine Montagestütze, die ich schon seit vielen Jahren habe. Die habe ich aus dem Baumarkt. Dann habe ich mir aus dem Markt eine Montagestütze oder wie Pierre sagt, Lastenstange von Pierre besorgt und ich habe ein Modell von Besse hier. Und was wir jetzt machen ist einfach, wir vergleichen jetzt mal diese drei und schauen, ist es denn ausreichend, eine vom Baumarkt zu nehmen für die Anwendungsfälle, die man normalerweise hat, oder ist es besser, eine von etwas höherwertige zu nehmen? Wo sind die Unterschiede und vor allem, wo sind die Unterschiede von diesen beiden? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und lass uns beginnen. Ja, welche Punkte wollen wir gemeinsam besprechen? Wir wollen einmal einen Überblick geben über das, was da ist. Das habe ich euch bereits gegeben. Dann wollen wir ein bisschen über Last reden. Wir wollen über Gewichte sprechen. Was wiegt so ein Ding? Frage, welche Sicherheitsstandards entspricht das Ganze? Wir wollen Funktionen, Handhabung soll ein Thema sein. Und dann letztendlich gibt es Zubehör und welches? Und dann ziehen wir ein Fazit. Ja, ich habe vor, auch ein Punktesystem zu vergeben oder beziehungsweise Punkte für die einzelnen Lastenstangen zu vergeben, dass wir hinterher auch ein valides Ergebnis haben. Und deswegen werden wir hier an der Tafel Punkte vergeben für die einzelnen Modelle und hinterher einfach eine Summe bilden. Und dann sehen wir, wie weit die auseinander liegen. So, kommen wir zum Thema Last. Welche Last nimmt welche Stütze auf? Und da haben wir doch sehr große Unterschiede. Diese Stütze vom Baumarkt hier nimmt exakt 30 Kilo auf. Mehr ist das leider nicht. Das liegt auch daran, dass die Stütze so konzipiert ist, dass sie hier über diesen Knopf hier verstellbar ist, also in verschiedenen Höhen, 1, 2, 3, 4 Höhen verstellbar ist die Stange. Und da wird diese Last einzig und allein über diesen Knopf hier aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Also da kann es nicht viel sein. Ja? Insofern 30 Kilo, mehr ist das nicht. So, die beiden anderen Modelle, die haben es deutlich mehr drauf. Hier sagt Besse sagt 350 Kilo im komplett eingefahrenen Zustand, 130 Kilo im komplett ausgefahrenen Zustand. Pierre sagt 300 Kilo im komplett eingefahrenen Zustand und im komplett ausgefahrenen Zustand 100 Kilo. Allerdings, und jetzt muss man ein bisschen die Kombination mit dem geprüften Zeichen oder mit dem Prüfsiegel sehen und damit relativiert sich das Ganze wieder. So, die Baumarktstütze und die Stütze von Besse haben ein GS-Zeichen. Das ist das Zeichen Nummer 1. Hier muss man einfach unterscheiden in verschiedenen Zeichen, die die tragen. Hier bei Pierre ist es das CE-Kennzeichen. Und wenn man sich so ein bisschen mit diesen Zeichen beschäftigt hat und was dahinter steht, dann ist GS eine freiwillige Prüfung, ist nicht gesetzlich verpflichtend, sondern eine freiwillige Prüfung auf Sicherheit und Gesundheit einer Person. Und beim CE-Kennzeichen ist es so, dass die mit diesem Prüfungsumfang ein bisschen weiter darüber hinausgehen. Da sind so Themen wie Funktionalität, Qualität, da sind so Themen wie Vollständigkeit, denn nur ein Gerät mit einer Beschreibung ist vollständig, alles andere ist eben nicht vollständig. Das ist da inkludiert, inklusiv
Sicherheit und Gesundheit für die Person. Also insofern entscheidet, was für euch einfach wichtiger ist, GS oder CE. Schauen wir uns die Modelle an. Die Modelle als solches, wie viele Modelle gibt es eigentlich pro Stütze? Die Baumarktstütze ist nur so zu erhalten, in der Größe. Eine andere Größe habe ich leider nicht gefunden. Also eine andere Höhenverstellung habe ich nicht gefunden. Und insofern ist das ein Modell. Bei der Besse ist es so, die bieten drei unterschiedliche Modelle an. Jetzt muss ich gucken, das ist einmal eine ST250, eine STE300 und eine STE370. Unterscheiden sich dadurch, dass sie einfach höher sind und auch einen höheren Auszug haben oder unterschiedliche Auszüge haben. Die STE250 hat einen Verstellbereich von 1450 mm zu 2500 mm. Die STE300, die hat von 1700 mm zu 3000 mm und die STE350 ist von, ich muss gucken, 2070 zu 3700. Das sind also drei Modelle für die Bässe. Und Piher bietet fünf Modelle an, von P0 bis P4. Und die Modelle staffeln sich wie folgt. Und zwar in der Größenordnung von 40 bis 60 cm. Dann haben wir die nächste Größe, die ist von 60 bis 100. Dann gibt es eine Größe zwischen 95 und 1,55. Oder nee, 95 bis 1,70, Entschuldigung. Die nächste ist von 1,55 bis 2,90. Das ist die hier. Das ist die P3. Und die P4 ist von 2 Meter bis 3,75 Meter. Also fünf Modelle. Das heißt, in der Variabilität hat Piher so die Nase vorne, würde ich sagen, weil die beginnen ja ab 40 cm und gehen bis 3,75 Meter und die Bässe beginnt erst ab 1450 mm, also 1,45 Meter. Und da ist letztendlich die Variabilität und die Flexibilität, so rum muss ich sagen, von der Piher einfach, ja, ich finde einfach ein bisschen facettenreicher, ein bisschen umfangreicher und besser. Also ein Punkt für die Piher. So, ich würde aber auch sagen, die Bässe bekommt auch einen Punkt, weil die Bässe deckt von 1400 bis 3700 mm, also 1400 mm oder beziehungsweise 1450 mm bis 3700 mm, mit zwei Modellen deckt die eigentlich das komplette Spektrum ab. Also kriegt die Bässe da auch einen Punkt. So, kommen wir zur Arbeitsweise der Stützen. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Zeige ich euch ganz kurz. Wir haben ja gesehen, dass hier diese Baumarktstütze hier mit diesem Knopf verstellt wird. Also ihr drückt diesen Knopf hier rein. Und dann könnt ihr die verstellen, bis sie dann eben hier wieder einrastet. Ja, so stellt man die Größe einfach vor. Und dann stellt er die hier auf. So. Und pumpt die mit diesem Griff hier und diesem, ja, das ist ein Single Disc System. Also kein Multisync, kein Multidisc System, sondern ein Single System. Pumpt ihr das quasi an die Decke und baut so den Druck auf. Ja. So, das ist, ihr seht aber schon hier, das ist eigentlich schon ein bisschen, ja, also es ist nicht so berauschend, ja. Gut, dann gelöst wird die wieder hier mit diesem Griff, den drückt er nach oben, zieht hier den Stempel wieder rein und und dann könnt ihr die Stütze wieder lösen. Das ist also jetzt die Funktionsweise einer Baumarktstütze. Dann gucken wir uns die Funktion von der Bässe an. Ja, die Bässe hat hier einen Griff, der nach oben geschoben wird und damit ist diese Stange frei und kann von Hand nach oben bewegt werden. Lasst ihr den los, ist arretiert. So, das heißt, wir stellen die hier auf, dann drücken wir den nach oben und fahren das so weit aus. Mit diesem Hebel hier könnt ihr den Stempel nach oben fahren, durchdrücken und dann Druck aufbauen. So,
Jetzt sind wir aber erstmal an der Decke angekommen und jetzt gibt es die Möglichkeit, den hier noch zu drehen. Und in dem Moment, wenn ihr hier dreht, also diesen Griff hier dreht, dann baut ihr hier richtig Druck auf. Denn dann wird sich dieses Gewinde da oben und unten kommt nach außen. Das zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Und dann baut ihr hier Druck auf. So. Und genauso im umgekehrten Fall löst man es wieder. Man dreht es also wieder hier zurück. Dann könnt ihr hier wieder den Hebel nach oben und die Stange einfahren. Und zu guter Letzt die Piher-Lastenstange. Prinzip ist das gleiche. Es gibt auch diesen Drehgriff. Es gibt diesen Knauf oder diesen Knopf, bei dem hier die Stange arretiert bzw. freigegeben wird. Allerdings hat diese Stange hier, die Lastenstange, einen ganz entscheidenden Vorteil. Und das ist für mich eigentlich ein, ich will mal sagen, das ist eigentlich der entscheidende Vorteil. Und zwar, wenn ihr diese Lastenstange anschaut, dann hat die da unten am Fuß einen Abstand und ein Federelement drin. Ja, ihr seht, mit diesem Federelement könnt ihr eine Vorspannung der Stange erreichen. Das heißt, ihr stellt die Stange hin, arretiert die oder beziehungsweise gebt hier durch diesen Knopf die Stange frei, führt es nach oben und drückt es ganz leicht nach unten. Also zieht den unteren Teil der Lastenstange in die Feder hinein und gebt dieser Stange dadurch eine Vorspannung. So, das heißt, die Stange kann stehen bleiben, die hat eine Vorspannung, sie hält und jetzt muss einfach sich nur noch durch diesen Drehmechanismus, so wie bei der Bässe auch, Druck aufgebaut werden. Ja, das Ganze so wieder retour, entriegeln und Stange wieder zurücknehmen. Im Vergleich würde ich sagen, Piher bekommt einen Punkt und Bässe bekommt einen halben Punkt. Alle Stützen verfügen hier über einen drehbaren Teller. Ja. Die Baumarktstütze hier hat einen Teller, der sich in alle Richtungen drehen kann. Wobei diese beiden Stützen, also jeweils Bässe und Piher, nur in eine Richtung, also nicht in die andere, da ist es starr und auch hier ist es nur eine Richtung, ja, in der dieses ganze Thema gedreht werden kann. Insofern würde ich sagen, also von den Tellern bekommt die Baumarktstütze dieses Mal auch einen Punkt. So, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Handhabung. Einer Handhabung, ihr müsst euch vorstellen, ihr steht auf der Leiter. Und ihr müsst diese Stütze versetzen. Ja? Dann ist das mit Sicherheit mit dieser Stütze sehr gut machbar, denn das Lösen der Stütze ist oben. Ja? Also ist oben direkt da, wo ihr seid. Dann versetzt ihr diese Stütze und zieht die wieder an. Also von daher, das passt. Das Lösen bei der Bässe ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, wenn man das so betrachtet, muss der Nutzer nach unten greifen und das Ding drehen, beziehungsweise hier entriegeln, um die Stange nach unten zu führen und dann zu versetzen und muss das eigentlich auch hier wieder aufbauen, ja, oder über den Hebel aufbauen, wie auch immer. Also er muss immer an diese Einheit greifen. So, Piher hat hier ein bisschen ein anderes Prinzip. Piher hat hier so einen Aufsatz auf der Stange. Ja, also ihr habt hier so einen Aufsatz an der Stange und dieser Aufsatz ist nichts anderes als dieses Pumpenelement, das ihr jetzt auch bei der Bässe gesehen habt. Das Pumpenelement bei der Bässe ist ja allerdings hier und wir haben es oben. Warum ist es bei der Piher oben? Ganz einfach, weil die sagen, naja, wenn ich das Ding lösen will, dann möchte ich es doch da oben lösen, da wo ich dann letztendlich auf der Leiter bin. So. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr führt diese Stange nach oben, arretiert also hier oder beziehungsweise gebt hier frei, meinetwegen bis hierher, löst mit diesem grünen Druckknopf hier die Feder hier aus und führt den Teller nach oben. Zack, ihr seht. Und dann gibt es zwei Pumpenstöße hier über den Griff und dann ist das Ganze fest. So, das Ganze geht natürlich auch rückwärts. Das heißt, ihr entriegelt hier wieder. Drückt die Stange nach oben,
Und somit wird der Teller wieder nach unten gedrückt, in die Feder gedrückt. Dann versetzt ihr das Ganze, gebt wieder frei und pumpt wieder fest. Das ist für mich die komfortabelste Lösung, weil es einfach mit einer Hand zu bedienen ist. Die andere könnt ihr euch an der Leiter festhalten, wie auch immer. Und ihr könnt wirklich, wie gesagt, das Ganze sehr komfortabel versetzen. So, kommen wir zur Verarbeitung. Wir gucken uns einfach mal so ein bisschen die Verarbeitung dieser beiden Teile oder dieser drei Teile, muss ich sagen, dieser drei Teile. Wobei die Baumarktzwinge so eigentlich ein bisschen außen vor gekommen ist. Ja, also das geht immer, naja, also da haben wir schon deutlich gesehen, dass die Verarbeitung hier wirklich super zu wünschen lässt, zu wünschen übrig lässt. Aber wir reden ja aber auch hier nur von 30 Kilo, was diese Stütze hier soll bzw. arbeiten darf. Und naja, unter dem Aspekt könnte man sagen, naja, wenn man es denn braucht, ja. Die Aufhängung als solches hier ist, das ist mir aufgefallen, aus Kunststoff bei der Baumarktzwinge. Ja, im Vergleich jetzt zur Besse, das ist eine Metallverbindung. Ja, und auch hier ist es eine Metallverbindung. Ja. Also von daher sind das einfach sehr solide Aufnahmen. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, das will ich euch zeigen. So, schaut mal hierher. Also, diese Schrauben hier und diese Muttern, die liegen hier im Fall von Pi her direkt am Bolzen an, ein Bolzen. Und hier bei Besse liegen sie auf Gewindespitzen an. Das heißt, Besse hat einfach nur hier den Gewindebolzen durchgebohrt. Im Vergleich zur Pi her, da ist einfach kein Gewinde, zwar auch durchgebohrt, aber hier liegt das Ganze satt an diesem Bolzen an und hier nur auf Gewindespitzen. Dann kommt hinzu, dass wenn ihr hier diesen Gewindeeinsatz, den es hier bei der Pi her gibt und hier bei der Besse gibt, dann ist der zwar nach außen hier etwas stärker, aber, das dürfen wir uns nicht verleiten lassen, der hier geht nach innen rein und zwar ziemlich weit nach innen rein und ist hier verpresst. Ihr seht hier vielleicht diese Pressstelle, ja, also hier ist so eine Sicke drin, ja, hier sieht man es besser, hier ist es so eine Sicke drin und da ist das Ganze verpresst. Hier haben wir nur einen Formschluss und hier haben wir einen Kraftschluss. Dieser Formschluss, es ist nur diese Nase hier, natürlich auch auf der anderen Seite diese Nase, ja, und hier einen, ja, eine Erhöhung, die nach innen gedrückt wird und da wieder in diesem Loch nach außen kommt. So, an diesem Haken, sagen wir mal Haken dazu, hält diese Gewindemuffe hält da drin fest, aber man darf sich nicht verleiten lassen, die hat Spiel. Und alles, was Spiel hat, ist irgendwann mal, wird mehr Spiel draus und ja, dann wird es irgendwann mal auch unsicher. Und hier ist ein Kraftschluss, das heißt also, wir haben hier richtig was verpresst, hier ist Material verpresst worden und das hier ist wie, ja, wie fast wie verschweißt. So, wenn wir uns die beiden Stützen nochmal anschauen und nur diese Teller anschauen, ja, wie die angebracht sind, dann haben wir folgende Situation. Ich zeige euch jetzt mal erst die Besse. Ja, wenn ihr jetzt, ihr stellt euch einfach vor, ihr müsst irgendwo an die Wand, komplett an die Wand ran, weil ihr eine Unterkonstruktion für eine abgehängte Decke oder sowas montieren wollt, beziehungsweise dass da die Unterkonstruktion direkt an der Ecke montiert wird, dann könnt ihr, wenn ihr die Besse nehmt, zwar den Teller so drehen, damit das hier direkt an der Wand ist, ja, aber ihr könnt dann plötzlich diesen Griff nicht mehr drehen. Ihr könnt also plötzlich diesen roten Griff da unten zum Spannung aufbauen, den könnt ihr nicht mehr drehen. Ja? So, also drehen ist schwierig. So auf der Art und Weise dann Druck aufzubauen, das funktioniert. Und da hat Pi hier ein bisschen weiter gedacht. Die haben dann diesen Teller einfach außermittig gesetzt und können so an die Wand, so ran und ihr könnt den Teller immer noch drehen. Also den Griff da unten, der lässt sich dann immer noch drehen. Ja, also das zeige ich euch mal im eingefahrenen Zustand. So, also müsst ihr ganz ran, lässt sich der
immer noch drehen, warum hier ist kein Griff, kein Pumpengriff und ich kann immer noch diesen drehen. Vielleicht ein letzter Punkt noch. Beide sind, ja, also so auf den ersten Blick betrachtet, doch sehr stabil und auch massiv. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dazu zählt und ob man das irgendwie bewerten kann. Aber es gibt ja Produkte aus China, da würde man eher sagen, ist vielleicht nicht so doll. Ja. Produkte aus Europa würde man eher sagen, ja, okay, nehme ich eher. Und genauso ist es hier auch, dass die Bässe ist ein Produkt aus China und das hier ist ein Produkt aus Spanien. Pi hier sitzt ja in Spanien, die fertigen vor Ort. Und Bässe sitzt ja hier in Baden-Württemberg irgendwo. Ich meine, Bietigheim Bissingen. Und da geht man eigentlich schon davon aus, dass das hier auch im Land gefertigt wird für was Vernünftiges. Aber ich habe hier entdeckt, dass es hier heißt Made in PRC. Und das ist meines Wissens, ist das Republic of China. Also das ist ein chinesisches Modell wohl und das hier eine spanische Produktion. So, wir müssen noch Punkte vergeben für einmal diesen Teller, der einfach außermittig angebracht ist. Das ist einfach ein Goodie, bei dem Pi her noch einen Punkt bekommt. Bessie hat natürlich auch einen Punkt noch zu kriegen, weil der Teller letztendlich ja gedreht werden kann. Also es kann letztendlich bei beiden kann gedreht werden, aber einfach das Drehen findet nicht statt. Also man kann an die Wand, damit bekommt Bessie eben auch einen Punkt. Und ja, was mir halt gar nicht so richtig gut gefällt, und da ist wirklich einzig und allein der Pi-Herr der Punkt zu geben, das ist einfach die Tatsache, dass dieses Gewinde einfach nicht nach bei der Bässe bis nach oben ausläuft und bei der Pi-Herr einfach dieser Bolzen ohne Gewinde ist und da die Aufnahme einfach etwas besser ist. So, und ein weiterer, ich sag mal halber Punkt, würde ich ebenfalls nochmal Pi-Herr geben, wegen der Produktion in der EU, ja, also in Spanien in dem Fall. Einfach, es ist kein China-Produkt, es ist nicht in China produziert und damit vielleicht auch ein bisschen fehleranfällig. Insofern würde ich da einfach nochmal einen halben Punkt geben, jetzt aber nur aus der reinen Vermutung heraus. Ja, also das ist nichts Abgesichertes. Kommen wir zur letzten Disziplin, nämlich das Thema Zubehör. Beim Zubehör ist es so, dass ihr von der Baumarktstütze eigentlich nichts zu erwarten habt. Die Baumarktstütze kann nichts dazu beisteuern, irgendwas zu verändern oder beziehungsweise etwas an der Stütze anzubringen. Ganz im Gegenteil dazu, Pi-Herr und Bässe, die können beide Zubehör dazu bringen. Da ich mich ja für Pi-Herr entschieden habe, kann ich euch das Zubehör von Pi-Herr zeigen. Ich beginne einfach mal mit den feststehenden Stützen. Das heißt, das sind Platten, die, ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Holzplatte, die hier aufgeschraubt werden. Und mit diesen Stützen könnt ihr eure Auflagefläche vergrößern. Einmal für unten und einmal für oben. Die schraubt ihr hier drauf, den Bolzen, diesen Bolzen hier, den steckt ihr hier rein. Der Bolzen ist kürzer als diese Aufnahme, damit wird der Federmechanismus hier im Grunde genommen deaktiviert und damit steht die Stütze auch fest. So, das ist ein Zubehörteil. Dann gibt es ein zweites Zubehörteil, das habt ihr bereits schon gesehen. Und zwar, das ist hier dieser zusätzliche Schnellspanner. Dieser Schnellspanner ist in der Lage, ganz einfach mit diesem Pumpenmechanismus hier die Höhe letztendlich zu korrigieren und durch diesen Hebel, durch diesen grünen Hebel und die Feder schnallt es auch nach vorne, das ganze Ding, ja, und könnt ihr relativ schnell eben auch Höhe machen bzw. zur Decke anpassen. Also das lässt sich austauschen. Ihr tauscht einfach hier den Teller aus, schraubt den hier auf und setzt dieses Teil hier ein. Das ist ein Zubehör bei Pi-Herr. Bässe hingegen hat ja das Thema bereits verbaut, aber natürlich nicht so komfortabel wie hier mit der Feder und mit diesem automatischen Mechanismus, dass eben die Decke erreicht wird. Hier müsst ihr alles über den Pumpenhebel machen. So, dann gibt es ein weiteres Zubehör, das ist hier für einen eventuellen Laser. Das ist eine Klemme,
Die wird entweder oben oder unten an der Montagestütze angebracht. Ihr habt hier eine Aufnahme. In meinem Fall ist es jetzt eine Kamera. Ihr könnt aber hier diesen Arm auch aufmachen, in alle Richtungen drehen. Und damit seid ihr flexibel. Ich binde meine Kamera hier mit ein. Warum? Weil ich diese Stütze auch für ein Kamerastativ verwende. Das ist ein weiteres Zubehör. Gibt es übrigens bei Bessy auch. So, dann gibt es hier noch diese 90 Grad verdrehten Klemmen. Und bei den 90 Grad verdrehten Klemmen seid ihr in der Lage, hier wie so eine Art Querstange einzuplanen oder beziehungsweise einzubauen, und damit seid ihr in der Lage, sogar wie so eine Art gerüstähnliches Thema aufzubauen. Mit einer Diele oben drauf könnt ihr das im Grunde genommen, wenn ihr Decke streichen müsst, könnt ihr euch hochstellen und oben ganz, ganz angenehm die Decke mitstreichen. Also hier 90 Grad verdreht, ein weiteres Zubehör gibt es bei Bessy nicht. So, dann gibt es noch eine, das ist eine Lastenaufnahme, das ist ebenfalls eine Klemme, die hier noch einen Lastenwinkel hat. Das wird eben auch so montiert an die Stütze hier dran. Und damit könnt ihr hier eine Last aufnehmen, egal welche das jetzt nun ist. Ob der da einen Farbeimer dranhängt oder irgendwas oder einen Haken dran macht, völlig egal. Und damit wird, glaube ich, auch klar, warum die Montagestütze bei Pi hier auch Lastenstange genannt wird. Und als weiteres Zubehör gibt es hier diese Auflagenverbreiterung. Unten eine rutschfeste Matte drunter oder beziehungsweise Gummi drunter. Und das Ganze wird praktisch hier nur so in den Fuß eingeklipst. Das heißt also, ihr nehmt den Fuß und klipst den hier ein. So. Und dann steht es schon, das Teil. Und wie ihr seht, es ist also auch ordentlich rutschfest. Da ist also nichts, da passiert gar nichts. Und insofern ist das natürlich wesentlich angenehmer zu installieren als ein Fuß, der verschraubt werden muss. So, und als allerletztes hat Pi hier noch ein Baustativ als Zubehör im Programm. Es ist klappbar, wie ihr seht. Und also hier wird dann die Stütze eingesetzt. Hier werden die Teile hochgeklappt und relativ einfach arretiert, indem man es einfach hier nur zusammendrückt. Und über diese grüne Platte hier arretiert sich das Ganze. Ja, also hier wird das Ganze dann arretiert. Ja, das ist ein Zubehör, was ich denke, ist ganz nützlich dann, wenn man gar keine Decke hat oder wenn man eine zu hohe Decke hat und trotzdem einen Laser montieren will oder sonst irgendetwas und das Ganze soll einfach stehen bleiben. Dann ist dieses Baustativ wirklich ideal. Also ihr seht, der Zubehörbereich oder der Umfang ist bei Pi her deutlich, deutlich besser und umfangreicher. Insofern würde ich sagen, ja, ein Pluspunkt für Pi her. Wenn ich ein Fazit ziehen muss, dann würde ich sagen, würde ich mich für diese Pi her Stütze entscheiden oder für die Lastenstange entscheiden. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Lastenstange von Pi her aus meiner Sicht wesentlich flexibler in der Anwendung ist. Sie ist etwas besser in der Verarbeitung, ganz deutlich. Das hat man hier am Gewinde gesehen, das hat man an diesen Gewindemuffen gesehen etc. Und auch ein bisschen durchdachter mit diesem Federsystem, ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Und die Tatsache, dass wir einfach mehrere Modelle haben. Modelle, die aufeinander aufbauen, Modelle, die auch sehr klein sein können, also 40 cm ist das kleinste. Und jetzt stellt man sich vor, man baut eine Küche auf und muss da irgendwie einen Wandschrank montieren, dann brauche ich keine Stütze mit 1,40 m, sondern dann brauche ich einfach eine Stütze, die vielleicht auf der Arbeitsplatte aufsetzt. Und das ist für mich einfach ein durchdachtes System. Ich habe mich ein bisschen eingedeckt mit diesen Themen, weil, wie gesagt, der Umbau benötigt es. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, abonniere einfach den Kanal, denn es ist jetzt Zeit zum Abonnieren, weil es wird weitere Videos in dieser Art und Weise geben. Wir werden einfach sehr viele Tests machen, wir werden Projekte bauen etc. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich ebenfalls. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.